In 10 Minuten absolut entspannt sein und eingespürt haben, wie es einem so richtig geht, das geht auch ohne jahrelange Meditationserfahrung. Und wie das geht, das leite ich dir in dieser Folge des Business of Balance Podcasts an. Herzlich willkommen bei Business of Balance, deinem Podcast für ein stabiles und ausgewogenes Leben im Business. Hier ist dein Host, Daniel Friesenecker. Ja, herzlich willkommen bei Business of Balance und dem Podcast, der mittlerweile auf den Namen Selbst und bestimmt mental stark im Business horcht. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute werden wir wieder in eine Entspannungsübung gehen. Das heißt, such dir am besten schon einmal einen Platz aus, wo du dich am besten hinlegen kannst. Kann auch das Bett sein, idealerweise vielleicht am Boden. Wenn du nichts zur Verfügung hast, dann reicht dir auch tatsächlich ein Stuhl, auf dem du das Ganze machen kannst. Auf jeden Fall solltest du nicht gestört sein bei dem Ganzen und einfach ein paar Minuten für dich selbst haben. Wenn dich solche Dinge generell mehr interessieren, dann schau auf businessofbalance.com. Dort findest du zusätzliches Meditationsmaterial, beziehungsweise unter dem Punkt Dein Giveaway gibt es auch meine Kraftquellenmeditation, die dann auch ein bisschen nachbearbeitet werden kann, um dir einfach die Möglichkeit zu geben, auf deine inneren Ressourcen in deinem Alltag bestmöglich zuzugreifen. Ja, und jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich sage, schau, dass du dich hinlegst am besten, die Unterlage spürst und ein bisschen zur Ruhe kommst, und wir steigen ein in unsere Übung. Die Entspannungsübung heißt progressive Muskelrelaxation und ist relativ bekannt und sorgt dafür, dass du sehr schnell in einen Entspannungszustand kommst. Und am besten findest du jetzt einen ruhigen Platz und legst dich auf eine Matte oder dein Bett. Streck deinen Körper aus und schließe die Augen. Nimm dir einen Moment Zeit, um vollständig anzukommen, dich zu beruhigen. Und lass alle Spannung los. Und innerlich bereitest du dich schon darauf vor, jetzt nach und nach jede Muskelgruppe deines Körpers zu entspannen, aber auch in die Anspannung zu bringen. Und als erstes möchte ich, dass du dich auf deinen dominanten Arm bzw. deine dominante Hand fokussierst. Für Linkshänder wahrscheinlich die linke Hand und der linke Arm, für Rechtshänder wahrscheinlich die rechte Hand oder der rechte Arm. Und leg jetzt deine ganze Aufmerksamkeit auf deine dominante Hand oder deinen dominanten Arm und ball deine Hand zu einer Faust. Und beweg die Faust langsam in Richtung Schulter und spann alles so fest an, wie es geht. Halt die Anspannung, halt sie weiter, nur ein bisschen richtig fest anspannen und mit einem Rück lässt du jetzt aus. Die Anspannung lässt nach, du lässt alles auf die Matte bzw. den Untergrund zurückfallen und spür nach, wie sich diese Entspannung jetzt anfühlt für dich. Ich möchte, dass du jetzt weitergehst zu deinem anderen Arm bzw. deiner anderen Hand. Aber jetzt ballst du wieder eine Faust und zirkst richtig fest an, richtig Anspannung in den anderen Arm bringen. Spann an, weiter, weiter richtig fest und schlagartig lass aus und spür die Entspannung. Spür den Untergrund und das Gefühl dieser Entspannung. Als nächstes gehen wir weiter zum Gesicht. Konzentriere dich auf dein Gesicht und stell dir jetzt vor, du beißt in eine saure Zitrone und spann die gesamte Gesichtsmuskulatur an, indem du die Augen fest zusammenkneifst, die Nase rümpfst, die Zähne zusammenbeißt, die Lippen aufeinander presst. Du hast richtig, richtig Spannung im Gesicht. Halt die Anspannung, halt sie noch ein bisschen und dann lasst aus.
und spür noch, wie sich deine Gesichtszüge entspannen, dein Gesicht ganz weich ist und jegliche Anspannung aus dir gewichen ist im Gesicht. Ich möchte jetzt weitergehen zu deinem Nacken und zu deinem Hals. Richte Aufmerksamkeit auf den Nacken- und Halsbereich. Und jetzt zieh das Kinn Richtung Brust, dass dein Kopf sehr leicht vom Untergrund abhebt, solltest du liegen. Und spann den Nacken und die Schultern und die Halspartie derart an, dass du maximale Spannung hineinbringst. Halt weiter, nur ein bisschen, und jetzt lässt du ruckartig los. Der Kopf senkt sich auch wieder zurück und jetzt spüre nach. Wir gehen weiter zu deinen Schultern und zum oberen Rücken. Konzentrier dich auf deine Schulterpartie, den oberen Rücken und drück deine Schultern fest auf den Untergrund und heb dein Brustbein dabei ein bisschen an und halt diese Anspannung in Schulter und Nacken und im oberen Rücken. Und halt weiter, nur ein bisschen, und jetzt los komplett aus. Und spür hin. Spür die Entspannung an diesem Ort. Dann geht's weiter mit deinem Bauch und deinem unteren Rücken. Führ deine Aufmerksamkeit in die Bauchgegend und den unteren Rücken. Und jetzt stell dir vor, du tragst ein ganz enges Korsett und zirkst dein Bauchnabel nach innen, während der Rücken von den Rücken hinten fest auf den Untergrund drückst und spanne an, was immer du anspannen kannst in diesem Bereich. Und halt die Anspannung, halt sie nur ein bisschen, nur ein bisschen. Und jetzt los. Und spür, wie sie Bauchmuskel und Rücken entspannen. Wir gehen weiter zu deinem rechten Bein und deinem rechten Fuß. Fokussiere dich voll auf dein Bein und den Fuß. Zirk die Zehenspitzen zu dir in Richtung Kopf und spann das gesamte Bein so fest an, wie es geht, und heb es vielleicht auch ein bisschen leicht vom Untergrund ab. Und halte diese Spannung. Fest anspannen. Nur ein bisschen. Noch ein bisschen. Und jetzt los. Entspann dein rechtes Bein. Spür, wie es wieder am Untergrund aufliegt. Und nimm ganz genau wahr, wie sich dieses Bein jetzt anfühlt. Und jetzt wandern wir zum linken Bein. Du ziehst wieder die Zehen in Richtung Kopf. Vielleicht hebst du auch das Bein ein bisschen vom Untergrund ab und spann richtig fest an. Richtig, richtig fest anspannen. Halt die Anspannung. Weiter. Nur ein bisschen. Und jetzt lass ruckartig los und spür noch. Wie spürt sich das jetzt an? Du liegst jetzt in Entspannung auf deinem Untergrund. Und jetzt nimm nur einmal deine ganze Anspannung zusammen und spann jede Muskelgruppe an, die wir gerade durchgegangen sind. Von den Armen übers Gesicht, den Nacken, die Schultern, den Rücken, den Bauch bis hin zu deinen Beinen. Spann jetzt fest an und halt diese Anspannung. Halt sie. Nur ein bisschen. Und jetzt los. Und genieß den Moment, wo sich dein ganzer Körper entspannt. Und jetzt spür noch in diese tiefe Ruhe, in diesem entspannten Zustand. Und wenn du bereit bist, dann komm wieder zurück. Öffne die Augen, beweg deinen Körper ein bisschen und sei wieder mit uns.
Ja, und nachdem du die progressive Muskelentspannung jetzt erlebt hast, überleg einmal für die, wo im Alltag kannst du diese relativ einfache Übung immer wieder einsetzen, so dass du in einen entspannten Zustand kommst. Und wenn du Ideen dazu hast oder dir das geholfen hat, dann würde es mich freuen, wenn du Kommentare hier unter diesem Podcast mir hinterlässt und mir Feedback darauf gibst, wie dir die Übung gefallen hat. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Alles Liebe, dein Daniel. Danke fürs Zuhören. Besuch uns für mehr Tipps zu Work-Life-Balance, Self-Care, Ernährung und Bewegung auf www.businessofbalance.com. Falls dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über eine 5-Sterne-Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Bis zum nächsten Mal beim Business of Balance Podcast.